Nahezu perfekt ist das Bild, was der Dow Jones, der Nasdaq und natürlich auch der S&P uns aktuell bietet. Fangen wir mit dem Nasdaq an, mit dem Hightech-Index. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass das, was wir hier hinten sehen, sehr, sehr korrektiv hier eben auffassen. Ich habe es nicht ganz so gut getroffen, trotz alledem. Eigentlich, nachdem das hier doch so relativ korrektiv hier aussieht, müsste es in Trendrichtung weitergehen. Tatsächlich tut es das. Und wenn wir uns diesen hinteren Bereich mal genauer angucken, dann sehen wir etwas, was mehr als typisch, was so klassisch ist, dass es schon wunderschön ist, das hier wieder zu sehen. Nämlich, wir haben hier vorne eine Korrektur, wir haben hier irgendwo eine Korrektur, da kann man sich nochmal drüber streiten, aber lassen wir das mal so ganz grob stehen. Das Ganze aber getrennt von starken Bewegungen. Also ganz grob gesprochen kann man sagen, na, das sieht doch auf jeden Fall wie ein echter Impuls aus und würde uns erwarten lassen, dass wir als nächstes mal irgendeine Korrektur bekommen. Das wäre herzallerliebst. Da ist uns der Dow Jones schon ein bisschen voraus, denn der hat dieses Szenario schon ein bisschen ausgeprägter, nämlich die Aufwärtsbewegung, die Korrektur, das nächste, die Korrektur, dann die nächste Bewegung nach oben. Und jetzt aktuell hier diese Abwärtsbewegung. Das heißt, eigentlich sitzt der Dow Jones schon mit geladener Waffe hier und wartet eigentlich darauf, dass es dann endlich losgeht. Das wäre eigentlich so der Klassiker mit Erwartungshaltung, dass wir das, was wir hier vorne haben, wir können das ruhig hier mal einzeichnen, das, was wir hier in diesem Bereich haben, na, das ist die falsche Richtung. Das, was wir in diesem Bereich haben, nochmal bekommen nach oben, wenn der Kurs sich da tatsächlich nach oben ein bisschen absetzt. Das heißt, eigentlich brauchen wir nur noch eine Art Trigger dafür und das ist vielleicht so ein bisschen noch die Krux daran, denn wenn wir das mal gucken, hier beim Dow Jones sieht das schon ganz gut aus, der S&P beispielsweise, der ist dann noch nicht ganz so einheitlich. Der Teil ist sogar noch eigentlich so ziemlich das gleiche. Die Korrektur allerdings würde nochmal einen Rücksetzer ruhig vertragen und wir dürfen nicht vergessen, das würde wenigstens so ein bisschen zum Nasdaq passen, denn der müsste ja ebenfalls nochmal nach unten gehen jetzt eigentlich. Also wir sehen das ja hier nach dem letzten Anstieg der Rücksetzer. Das wäre schon eigentlich herzallerliebst, dementsprechend die Erwartungshaltung ein bisschen runterzukommen. Ob er das dann tatsächlich wahrnimmt, ob er das wahr macht, das müssen wir wirklich abwarten. Da gibt es leider nichts. Man kann es natürlich im Kleinen dann auch versuchen zu handeln, indem wir einfach die entsprechende Bewegungsrichtung hier mitnehmen, sollte sie dann eintreten. Aber all das, egal wie, ob das dann jetzt im Kurzen uns nochmal ein Short beschert, also der Kurs nochmal zurückkommt, es sieht im Moment deutlich mehr danach aus, als ob wir immer noch in dieser Bullenbewegung drin sind, der Markt also sich nochmal fortsetzt. Das wäre durchaus typisch. Und mit ein bisschen Fantasie, wir können das im Großen sogar sehen. Ich will das nicht überstrapazieren, aber hier haben wir sowas wie eine ABC, hier hinten haben wir irgendwas, was sehr wackelig jetzt hier ist. Dazwischen hätten wir zur Not auch was 1, 2, 3, 4, 5 mäßig aussehen könnte. Das hieße also, wir sind jetzt möglicherweise hier in der letzten Welle, in der fünften Welle. Ich zeichne sie jetzt mal einfach so an und dann müssen wir mal schauen, ob uns das tatsächlich dann noch weit nach oben bringt, bevor dann wieder mal etwas Größeres nach unten passiert. Wir haben das ja immer wieder mit gewissen regelmäßigen Abständen, dass da mal ein größerer Rücksetzer hier passiert. Also lassen wir uns mal überraschen. Im Moment, wie gesagt, erstmal die Rücksetzervariante, die durchaus sinnvollere beim Nasdaq, auf jeden Fall beim S&P. Ist es denkbar zumindest mal, auch wenn der Kurs, jetzt habe ich es gerade rausgelöscht, das war natürlich nicht super clever. Komm, zeichnen wir es hier. Der Rücksetzer, den wir hier hatten, der ist nicht wirklich ausgeprägt. Gerne sollte er eigentlich in diese Zone zurück oder auf dieses Tief nochmal irgendwie was. Das wäre eigentlich so das, was ich favorisiert hätte. Aber es geht nicht immer nach meiner Nase. Manchmal macht es der Kurs halt auch vorher schon und er dreht hinreichend groß, wäre diese Korrektur zumindest mal, auch wenn es ein bisschen zu kurz ist, um mein Lieblingsrücksetzer zu sein, nämlich mindestens mal die 3820er zu erreichen. So, das heißt, wir haben jetzt beim S&P ebenfalls noch mal eine interessante Geschichte, nämlich, da können wir gleich noch auf Gold kommen, da gibt es nämlich hier ein Geräusch gerade im Hintergrund dazu. Aber dann sehen wir hier, dass wir in dieser Bewegung aktuell ja wieder nach oben gehen. Kann man das schon nutzen? Na, jetzt sind wir da am falschen Knopf. Allerdings, wenn ich mir das angucke, der tiefste Punkt, der war hier vorne. Und wenn ich mir die Bewegung seitdem angucke,
Das ist noch nicht so super toll für Bullish. Also, da müsste ich schon wirklich was sehr Wackeliges nach unten bekommen, um dann überzeugt zu sein, jetzt dann wieder auf die Long-Seite zu springen. Also, auch hier würde ich die Abwärtsseite vorläufig erst nochmal favorisieren, zumindest mal für einen kleinen Teilbereich, um dann allerdings zum nächsten Schlag nach oben nochmal auszuholen. Wir wissen, alle warten drauf, S&P 500 All-Time-High. Das wird doch nochmal ein Running Gag, hätte ich fast gesagt. Die All-Time-Highs, die werden hier eine nach dem anderen rausgepurzelt. Lassen wir uns mal überraschen, wann das passiert. In diesem Sinne, für heute erstmal alles Gute, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.